Ich heiße Richi Frick und unterrichte, und zwar unterrichte ich Typografie, bin Dozent für Typografie, und zwar an der Hochschule in Luzern, an der Berufsschule für Gestaltung in Zürich und zusätzlich noch an der Berufsschule für Gestaltung in Aarau. Die erste Sache, die ich gesammelt habe, ist John Hartfield und George Gross. Und die gehen dann zurück auf den Dadaismus. Also sie Ende der 10er Jahre sind dann so die ersten Sachen gewesen, die ich von ihnen gefunden habe. Da muss man noch an den Flohmarkt, später natürlich mit Duschen oder allenfalls auch kaufen in dem Antiquariat oder später dann auch in Auktionshäusern. Bücher sammeln habe ich mit George Gross und John Hartfield. Das ist über meine politische Entwicklung gekommen, meine Sozialisierung. Was mich sehr fasziniert hat, ist natürlich John Hartfield und George Gross gewesen, mit einer visuellen Ausdrucksart. Sie schlussendlich dann eben die Bücher gemacht haben. John Hartfield betrifft das Buchumschläge. George Gross hat sehr viel illustriert. Und natürlich ist es nicht so, dass nur jetzt Dada-Sachen sind, sondern eigentlich mehr sind die Sachen, die sie dann in den 20er bis eben 33, die Machtübernahme von Hitler, was sie gemacht haben. Und das ist eigentlich so der Hauptstock heute von meiner Sammlung. Der Dadaismus hat ja eigentlich reagiert auf das Bürgertum, auf das verlogene Bürgertum mit Ironie und Spott. Sarkasmus, und das ist eigentlich etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat, in welcher Art und wie sie das gemacht haben. Ich meine, vor allem George Gross hat ja wahnsinnige Anklagen erhoben, also zeichnerisch, malerisch gegen das Bürgertum. Und das ist eigentlich im Denken vom Dadaismus, und was man da ja schon gesehen in dem ganzen Umschlag ist, wenn er eigentlich die Leute, die Bürgertum, wenn er dir das zeigt, oder das Vertreter vom Bürgertum, ist eigentlich eine Zuspitzung von dem ganzen Bürgertum, aber zeigt natürlich auch die Kehrseite schlussendlich von dem damaligen Berlin, also nach Erstkriegs-Berlin. Und Dadaisten sind ja auch extreme Kriegsgegner gewesen. Vor allem mit der Typografie, das können wir nachher noch anschauen, haben sie dann natürlich eigentlich die ganze Sprache, die ganze Typografie atomisiert. Und zum Teil unheimlich bissig. Eine andere Zeitschrift, die ja Hartfield und Gross gemacht hat, ist die Pleite. Und das ist die Nummer 1, ist 1919 bis 1920 ist die rausgekommen. Und da sieht man natürlich, wie welcher Spitzigkeit, oder? Dass Gross eigentlich die ganze Situation vom Kapital da nach dem Ersten Weltkrieg zeigt, also von Geld, Sachs, Gnaden. Schön finde ich das da, und zwar von 1919 und der Dada. Und da sieht man eigentlich, dass sie da anfangen, wie die Typografie eben zu atomisieren, dass sie sie eigentlich in Teilbereich zerlegen. Und das ist auch eigentlich sehr typisch. Natürlich eins, wo ja auch ist, sind die Lutgedichte. Das ist etwas völlig Neues. Aber auch natürlich wahnsinnig spannend, dass man eine ganz neue Form von Ausdruck eigentlich gefunden hat. Und wie gesagt, das 20. Jahrhundert ist ja wahrscheinlich in den Jahrhunderten, wo wir von der Typografie her eigentlich ja schon das Interessanteste. Und dass man eben nicht mehr die klassische Typografie weiterführt, sondern eben mehr macht, das sind eigentlich die Futuristen. Wir müssen eigentlich sagen, Futuristen die ersten und nachher eigentlich Dadaisten, die nachher gekommen sind. Das hat der John Hartfield hat das zeigt, und zwar sieht man ja da irgendeinen preußischen Offizier mit einer Frau, und hinten dran ist die Rückseite. Das ist verboten worden. Wo anstössig war, also seitenanstössig, haben sie überklebt und haben dann diese Auflage können verkaufen. Dann, das nächste war dann kommt natürlich ziemlich schnell dann die nächste Auflage, und da muss man ja dazwischen fahren, und das ist der Richter, wo jetzt da die Oberschenkel von der Frau abdeckt, oder? Und schon wieder eine einschneidende Zensurmaßnahme. Gemerkt, die Typografie im Ausdruck hat ja eigentlich mehr als das, was man klassisch eigentlich gemacht hat. Und das hat für mich heute natürlich immer noch Bedeutung, und zwar auch im Unterricht. Also
Das ist jetzt eine Arbeit, die ich in Luzern gemacht habe. Und das ist dann eigentlich einmal die erste Arbeit, die ich hier zeige. Eine zweite Arbeit von einem zweiten Studenten. Da braucht es eine gute Analyse zuerst einmal, dass man überhaupt denn eigentlich weiß, was man so will auszeichnen. Und da. Eine dritte Arbeit, wieder ein bisschen anders interpretiert.